Dings. Ja, nee. Dingens, ja, ja. Ja. Ah! Dings mit die Dinge. Habe ich nicht kapiert. Spaß. Gott. Hallo! Moin! Warum heißt es ins Bett pinkeln und nicht Traumschiff? Oh! Surprise! Das ist halt auch, also da würde auch meine Mutter drüber lachen. Ganz ehrlich, das ist halt auch so ein Joke. Asteroid Lindgren. Oh nein! Und dann ihr Gesicht auch noch. Das passt irgendwie so gut dazu. Sie ist so süß. Geil. Geile Fotomontage auch. Pastinaken ist der Freund von Pastinababi? Hä? Das ist schon wieder so eine Scheiße, ey. Pastinaken ist der Freund von Pastinababi? Hä? Ich schneide sowas von nicht. Ich stehe so auf dem Schlauch. Nacken? Barbie, ja. Pastina. Ich versteh's nicht. Wie heißt denn der Freund von Barbie? Basti heißt der Ken. Ken! Basti, na Ken, nice. I got it this time, ja. Okay. Alter, ich dachte die ganze Zeit, ich habe irgendwie an Nacken gedacht. Ja, Basti, Nacken. Basti. Das ist der Basti. Da ist nicht Basti, ne, der Freund, okay. Heftig, ey. Das wird Scheiße. Auf geht's, Basti. Weiter geht's. Verkehrskontrolle. Polizist, haben Sie getrunken? Jesus, sichtlich nervös. Nur Wasser. Christians will know. Wasser? Zwei. Da merkt man, wer die Bibel gelesen hat. Ist Sex im Rathaus eigentlich ein Verwaltungs... Wahrscheinlich. Das finde ich gut. Schaue gerade mit meiner Mutter fern. Ich. Wer ist die? Die kenne ich doch irgendwo her. Moderator. Erzählen Sie uns von Ihrer Pornokarriere. Ist ja Struhe im Raum. Oh nein! Ja. Blöde Situation. UNO-Generalsekretär. Alter, echt? Super. Wer macht denn so einen Scheiß? Wer denkt sich denn sowas aus? Oh Gott. Oi, oi, oi. Das ist dumm. Politisch wertvoller Beitrag. Wählen Sie die Werbebotschaft immer so, dass dem potenziellen Kunden direkt ersichtlich wird, um welches Produkt oder Dienstleistung es geht. Hold my beer. Punkt Heizung im Arsch, finde ich gut, ja. Das ist sehr direkt auf jeden Fall. Finde ich aber geil. Wie könnte man übrigens das 10 Dinge, die in einem Arsch gefunden wurden, Video verlinken? Einfach mal nur so als Hinweis an die Regie. Klickt hier hin, um euch das Video anzuschauen mit den 10 sonderbarsten Dingen, die je in einem Arsch gefunden wurden. Nicht in meinen. Warum heißt es Hämorrhoidensalbe und nicht After Eight? Ah! Richtigste Frage. Oder, wenn man es rumdreht, was ist in After Eight? Verstehst du? Vielleicht ist das Hämorrhoidensalbe und wir wissen es nicht. Ihr denkt, es ist Minze. Na, guck. Heute draufgekommen, warum im IKEA Pfeile am Boden sind. Es ist ein Einrichtungshaus. Auch Dad-Joke, aber trotzdem ein bisschen lustig noch. Ich arbeite voll. Ich auch. Anders ertrage ich die Kollegen kaum. Spaß! Ja, alles klar. Ja, ich komme. Aber ansonsten ist es gut. Ey, wir arbeiten zusammen. Fuck you! Cheers! Prost! Sieht man mein Bein?